Du hast es schon gestartet. Ich drück mal hier auf Start. Vielleicht stürzt er ja schon wieder ab. Wieso? Ist das schon mal abgestürzt? Ist bestimmt wegen dem Easy Anti-Sheet, das verhindert, dass du starten kannst. Nee, das braucht Epic, eine aktuelle Epic-Version. Na, ich habe kein gestartetes Epic im Hintergrund. Nee, brauchst du auch nicht, aber die Epic-Version, die auf deinem Rechner installiert ist, die muss aktuell sein. Ach so. Wenn die nicht aktuell ist, dann startet das Spiel nicht. Wie machen die das auf der Xbox? Da ist der Kopierschutz ja integriert ins System. Ja, aber der Steam hat doch auch einen Kopierschutz im System. Aber der wird nicht genutzt, sondern der von Epic. Das ist aber schlecht. Ich dachte, bei Epic ist alles immer quelloffen und kein DRM und so. Das war doch das große Heilversprechen. Wenn der Entwickler das nutzt, wird... Oh, ist das laut! Ja, ich muss mich anmelden. Ich muss mich anmelden. Ich muss leise machen. Ich bin im Spiel. Boah, ist das laut. Warum bin ich im Spiel? Warum ist das so laut? Keine Ahnung. Ich bin im Spiel. Wo bist du? Den Bullshit hier mal. Warte mal, ich muss erstmal hier so ein. Kann ich dich hier einladen? Charakter aus. Oh, ich muss erstmal einen Stream anmachen hier. Oh, warte mal. Ah, der ist genau ich. Der ist genau ich hier. Was auch immer da draußen ist. Was so. Ist der, du? Ja. Wie ist denn, warte mal, ich muss ja. Psst. Ich mach mal Freunde zu. Wie ist denn dein Kontenname? Wie ich halt so heiße. Immer noch? Hä, ich heiße ja, wie ich heiße. Na, ich glaube, ich habe dich gefunden. Freund hinzufügen. Ich habe dich, glaube ich, hinzugefügt. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal eben hören und gucken, wie der Sound ist hier. Hier ist der Steam-Freunde. Zur Gruppe einladen. Jetzt habe ich dich. Ich hab mal Z gedrückt. Na, Flo, ja, geht's soweit gut? Dann ab ins Bett, wenn's in den Moviepark geht. Ich hab schon wieder Z gedrückt, geht nicht. Doch, das geht. Nimm einfach an. Ich muss Y drücken, falsche Tastendings. Wo ist er denn? Bist du schon hier? Nö. Warum ist die Maus so langsam? Deine Maus auch so langsam? Ja. Shikibonk hat sich der Gruppe angeschlossen. Ich fass es nicht. Da ist er. Wie siehst du denn aus? So, also, herzlich willkommen, wir spielen The Back for Blood und zwar, wow, wie siehst du denn aus, wie so ein Prepper? Also, dieses Spiel hier wird propagiert als der neue Left 4 Dead Killer. Und da ich eine Einladung zur Open Beta bekommen habe... Habe ich mir gedacht, ich hole mir doch den Besten der Besten, den Firefox, dazu und wir gucken uns den Kram mal an. Die Sache ist die, und witzigerweise, und das müssen wir, glaube ich, zu Anfang mal klären, das Spiel startet nicht, wenn man nicht eine aktuelle Version vom Epic Launcher installiert hat. Das ist total kurios, hatte ich nicht und deswegen hat das Spiel nicht gestartet. Also, falls ihr da sowieso so ein bisschen empfindlich seid, was Epic angeht, würde ich es mir vielleicht nochmal überlegen, aber vielleicht patchen sie es ja noch aus. Okay. Warum kann ich denn... Warum kann ich denn... Warum sind die ausgedunkelt? Hi. Ja? Ich muss mich mal umziehen. Ich wähle mir mal einen anderen Charakter aus. Ja, ich wähle dir mal einen anderen Charakter aus. Und nochmal einen Haltetander. Der Shiki, der Shiki brüllt mir die in die Ohren hier. So. Wieso? Ich bleib mal bei Holly. Ja. Und achso, wir spielen auf Steam, das habe ich ja schon gesagt. Und zwar spielen wir hier in den ultra-mega-epischen Einstellungen. Ja, also ich hab eigentlich... Was hast du eigentlich? Ich habe episch, DirectX 12, Fidelity FX und 100. Du hast sogar DirectX 12? Ich habe plus 11. Nö. Und achso, und Auflösungsskalierung natürlich auf 100. Ja, das muss ich auch noch machen. Das war bei mir unten. Warte mal, Z anwenden. Und DirectX 12 soll ich machen, ja? Ja, der muss ja neu starten. Dann lasse ich auf 11. Ich spiegel mich. Mein Spiegel. Wow. Das ist ja wirklich High-End hier. Guck mal hier. Man kann sogar in seiner Pedo-Brille kann man nämlich sogar sehen, wie hier. Oh, was ist das denn? Also ist der Shiki wirklich diesmal laut, ne? Ja, warte mal. Oh, guck mal hier. Warte mal. Ich muss dich mal ein bisschen stumm schalten. So, egal. Warte. So, red mal ganz normal bitte jetzt mit mir. Ganz normal. Hallo, mein Name ist Cheeky Boing. Ich mag den Firefox sehr gerne, weil er hat einen riesigen Bart. Nicht mehr. So, ich glaube, so ist besser, ne?
Nee. Doch, so ist besser. So. Wie funktioniert hier die Steuerung? WASD springen, Steuerung ist ducken, so pseudomäßig ducken. Was können wir hier machen? Deckmanager. Ein Deckmanager? Bist du ein Deckmanager? Was ist denn das hier? Karten zusammenstellen. Kampagnendecks und Versus. Was ist das denn? Was? Nachladeübung. Spielen. Komm, lass uns Kampagne spielen, okay? Wollen wir nicht einfach spielen? Nee, ich möchte Kampagne spielen. Ja, ich Kampagne. Kampagne, aber doch nicht mit dem Deck hier. Nee, ich mach das hier. Pass mal auf. Überlebender. Ja. Wir nehmen den einfachsten Schwierigkeitsgrad und ich wähle jetzt einen Startpunkt aus, okay? Mach doch, ja. Wieder Auferstehung. Hab ich gemacht. Doch, hab ich gemacht. Und jetzt? Und nun? Weiß ich nicht. Hier drüben ist, glaube ich, ein Info. Oh, warte mal, hier ist Munition oder sowas. Der Streifen, 0 von 5 freigeschaltet, keine Ahnung. Ich habe jetzt hier irgendwas ausgewählt. Schön. Mit Vorratspunkten freischalten. Achso. Ja. Willkommen in Fort. Vielleicht müssen wir erstmal hier ein Deck erstellen. Hab ich ja schon. Was ist er für einer? Was hast du denn für ein Deck erstellt? Ein Anfängerdeck habe ich erstellt. Wir können hier Kampagne drücken. Guck mal, wenn ich jetzt sage, Kampagne, Überlebender, Durchlauf erstellen. Guck mal, ich mache mal jetzt fortfahren, so. Und ich glaube, nimmt er dich jetzt hier mit, oder nicht? Wir suchen, ja, wir suchen. Müssen wir zu viert, oder was? Nee. Er reserviert jetzt einen Server. Einen ganzen? Boah, ist das schön hier. Wow. Ich sehe nichts. Oh. Oh. Nochmal O. Bei mir passieren Dinge. Die Rückkehr des Teufels 1-1 Wiederauferstehung. Okay, ich hab ein bisschen Angst. Mhm. Oh, ich kann mir jetzt einen Charakter wählen. Ich nehme wieder Hoffmann. Mich ist Dustin. Ja. Fredo ist mit bei. Ey, der hat meine Holly genommen, Alter. Ja, echt, ey. Können wir den kicken? Kannst du den kicken, bitte? Ich glaube, man muss zu viert spielen, oder? Ja, aber ich kickse den trotzdem. Der hat meinen Charakter genommen. So, gekickt. Den anderen kicke ich auch. So. Aber geht nicht. Die fliegen nicht raus. Schade. Ja, dann nehme ich Mom. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Das ist nicht schlimm. Verderbniskarten. Ja, ich sage einfach ja. Sind Sie bereit, Ihr komplettes Sexualleben offenzulegen? Ja, ja, ja. Lass mich rein ins Spiel. Irgendwelche Karten auswählen. Kartenauswahl verstecken. Ich weiß es nicht. Was macht der denn hier? Ich habe jetzt irgendwas gedrückt. Ich weiß. Ich bin bereit. Fredo aktiviert. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas passiert. Ja, aber das sind ja anscheinend irgendwelche Perks, die man kriegt. Ja. Entkomme. Wir müssen entkommen. Okay, das kriegen wir hin. Heute ist dein Glückstag, HR. Ich hab's gesagt. Immer sagte ich, die Verteidigung kann man Waffen ist aufnehmen schwach. Mit E. Aber haben Sie auf mich gehört? Ich glaube, wenn ich die... Es langsam oh, da ist sein, dass keiner auf dich hört. Da ist einer. Ein bisschen wie Counter-Strike, weil man nämlich hier... Hey, General. Ich brauche alle Cleaner im Bell. Und zwar sofort. Verstanden. Waffen kaufen können. Okay. One out. Ihr habt ihn gehört. Lasst uns loslegen. Ich glaube, da oben muss man die Tür aufmachen oder so. Warte mal, ich muss mal noch, Ha! So viel zu Kopfschüsse bringen nichts. So. Hier war doch eben noch ein Zombie. Wo ist der Zombie? Na, eben war da einer noch da. Das brauche ich noch. Jetzt ist er weg. Haben wir einen Plan? Oder wollen wir mal wieder improvisieren? Ja. Huch. Hier sind Zombies gewesen. Ja, ich bin bei. Wie geht denn hier in Nahkampf? Hast du schon geguckt? Wo seid ihr hin? F, nee. E, nee. Gar nicht. Cool. X ist Waffenwechseln? Nee, es gibt keinen Nahkampf. Also erstmal sieht's aus wie Left 4 Dead. Ja. Wie eine billige Version von Left 4 Dead. Na, wie eine aktuelle Version von Left 4 Dead. Ja, geht so. Die Animationen sind schon nicht so gut. Was? Es ruckelt bei dir, deswegen. Bei wem? Bei mir. Achso, bei mir nicht. Du hättest, glaube ich, auf DirectX 12... Du hast doch eine RTX-Karte drin, oder?
Da sieht es doch auch nicht besser aus. Ich glaube, das liegt am Schärfen. Nein, es ruckelt hier bei mir nicht. Das ist butterweich, muss man dazu sagen. Ich muss sagen, das ist nicht gut. Also das Gunplay ist ganz cool. Ja. Wir müssen weiter. Ich mache hier das Ding runter. Guck mal, geile Knarre hier gefunden. Aber Vorsicht, ich bin nicht sehr gesellig. Was geht hier ab? Nachladen. Oh, Grafikfehler, cool. Was? Nee, das ist Öl. Das ist Öl. Vor allem Öl, das ist Blut, Alter. Das ist Öl, das ist schwarz. Genau, was ich wollte. So, wie wirft man eine Granate, die ich nicht habe, weil du die eingesammelt hast? Boah, das wird typisch Firefox sein. Ich hab keine Ahnung. Hilfe, Hilfe, Schwester, Hilfe. Wo bist du denn schon wieder? Hier, Hilfe, Hilfe, Schwester. Hier kommt irgendwo was. Oh, ich bin tot. Lebst du noch, oder was? Ja, ich lebe noch. Okay. Dann bist du ja infiziert. Mit was? Mit, Zombie. Ach, Fredo fällt ja fast runter. Ja, ja, ich helfe. Hast du mal Nahkampf? Weißt du, wie das geht? Nee, wie denn? Nee, wie geht das? Ich weiß es nicht. So. Was hat die gesagt? Leck mich oder deck mich? Nein. Left for dead mich. Ich nehme. Oh. Oh. Guck mal, was ich gefunden habe. Guck mal hier. Ich habe Feuer gefunden. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, das Feuer. Maya Papaya hat Hunger. Die kriegt jetzt erstmal noch eine gute Echt? Die futtert aber ganz schön viel in letzter Zeit. Liebe Grüße vom Firefox, soll ich nicht sagen? Soll ich sagen? Was? Leitern, meine Erzfeinde. Du hast's drauf, HR. Immer noch. Mhm. So, wo geht's hier lang? Ja. Was hast du denn hier gemacht? Ich mach Feuer. Aber warum bist du so aggressiv? Ich hab Feuer gemacht. Also ich muss sagen, das Spiel läuft sehr flüssig. Ja, 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 ja. Ist das hier überhaupt richtig? Oder? Ja, ja, wir müssen einfach hier rüber. Hier, guck mal, so. Ich weiß gar nicht, welche Engine das hier ist. Die andere. Sitzen in der Falle. Die andere. Moment. Na, nicht die, an die du denkst. Ich weiß nur, dass Epic im Hintergrund läuft. Wir brauchen dringend Hilfe. Wir sitzen fest in der alten... Oh, der ist tot. Du hast Leute hinter dir. Oh, ich hab Mist gebaut. Ja, das sehe ich. Oh, oh. Hilfe. Hilfe. Was machst du denn da oben? Wo bist du denn? Oh. Chiki, da kommen welche. Bin ich hier wieder hoch? Okay. Hilfe, Schwester, Hilfe! Ich brauche selber Hilfe hier gerade. Nice. Oh, was sind das denn für Viecher? Verzeihung. Ich brauche einen Heilgegenstand. Ja. Herr im Himmel. Was war los? Von da oben kommt jemand. Was? Von da oben kommt jemand. Mehr. So. Eieieiei. Ich brauche einen Heilgegenstand. Habe ich nicht. Gut. Heilgegenstand. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Wie geht denn das? Taste 4. Ist jetzt mal. Oh, wow. Shit. Egal, was ihr tut, Alter, was ist das für ein Spiel, ey? Ich werde angegriffen. Ich werde angegriffen. Also, das sind ganz schön aggressive Zombies. Ja, aber echt, ey. Wir wollten doch bloß einen kleinen Ausflug machen. Und dann so... Ich dachte auch, das wäre nur ein Ausflug. Das brüllt ja aus allen Ecken. Ich bin voller Blut. Hier hinten ist ein Safehouse. Wo? Na, hier ist ein Schild. Oh, Safehouse. Gott sei Dank. Hier rein. Licht an. Nee, hier hinten. Wo läufst du denn hin? Hä? Hier lang. Was? Ja, ich geh da hin. Das ist ein Heilgegenstand da drüben. Das ist ein Heilgegenstand? Ich lass ihn dir. Ich lass ihn dir. Danke. Tja, weil
Pass auf Vögel auf. Zombie tötet mich gerade. Toll, das hat jetzt gar nichts gebracht, dass ich mich geheilt habe. Das ist nicht gut. Was? Hallo, Christian. Wie kann man denn nur... Ich glaube, man muss sich hier ein bisschen zurückhaltender verhalten. Verstehst du, was ich meine? Glaube ich nicht. Ich bin safe aus. Wo ist noch safe? Ah, da hinten. Ich habe Tür zugemacht. Ich mach die Tür wieder auf und dann machen wir die Tür wieder zu. So. So. So, verrieren also wir jetzt? Oh, guck mal hier. Der hat sich hier schon eingesperrt. Ich bin schon mal safe. Guck mal hier. Klaus Dieter sitzt da. So, geht's hier weiter? Kommt die nicht rein? Doch. Voll easy. Das war echt voll easy. Ja. Ich muss sagen, haben wir den Probenbehälter überhaupt eingesammelt? Ich weiß gar nicht, was wir machen sollten. Och, kein Plan. Aber ich sehe wie eine coole Sau aus. Ja. Oder? Doch, der passt. Also was atypische. Vorratspunkte verdient 18. Pohohoho. Und du? 10. Vorrat, was? 10? Was ist ein Zinn? 18. Du hast auch 18 Vorratspunkte? Ey, das ist genauso viel wie ich. Das ist ja cool. Sag ja, wir sind auf demselben Level. Getötete Infizierte 78. Mhm. Cool. Ich muss ja sagen, dass die Steam-Foren nur mit Beschwerden voll sind, aber ich kann jetzt gerade keine Probleme. Na, wahrscheinlich, weil man den Epic-Launcher im Hintergrund braucht. Ja gut, das, wie soll man das auch wissen, dass man das braucht, ne? Rückkehr des Teufels, mhm. So, was muss ich jetzt machen? Jetzt verschwimmt alles hier. Verderbniskarten, niemand zurücklassen als Herausforderung. Ach so, da kann man schließe das Level ab, ohne einen der vier Cleaner zu verlieren, um 500 Kupfer zu verdienen. Mache ich hier feuerfrei, komm. Starterkarte, zweite Chance, Defensive, Extra-Leben. Ich habe keine Ahnung, aber ja. Das wird schon. So, ich bin bereit. Verletztes Tier. Wenn du bei kritischer Gesundheit bist, stellst du einen Gesundheitspunkt wieder her. Aha. Nachladübung. Aber wie geht Nahkampf? Hier gibt es ein Kampfmesser. Ändert dein Schlag zu einem Messer, das als Nahkampfwaffe zählt. Schlagen ist V. Warte mal, Einstellung. Ich gucke mal auf. V ist es. V wie Schlagen, okay. Ja, V wie Headshot. Ja, guck mal hier. Chiki, guck mal hier. Nee, kann gerade nicht. Schön guck mal hier. Was ist denn? Guck mal hier. Warte mal, ich muss hier mal eben einkaufen. Guck doch mal hier. Guck doch mal hier. Ich verbessere mal die Qualität von allen Items. Guck doch mal. Was ist denn? Wo guck doch mal. Boah, du bist echt so ein Pedo, Alter. Zieh mal Leine. Geh weg. Okay, was ist hier? Mal ein Vorrat. Ach, da kann man einkaufen. Ich habe eingekauft. Das ist halt wie bei Counter-Strike. Hier kannst du einkaufen. Okay, und was macht das? Übrigens, falls ihr euch wundert, dass die Grafik so scharf ist, wir spielen heute nicht in der Cloud, nee, sondern auf lokaler Hardware. Und willst du Scherzmittel haben? Möchte ich ein Scherzmittel haben? Nee, aber ich überlege, ob ich V-Sync aktiviere, weil das doch so ein bisschen... Doch, ich spiele immer nur mit V-Sync. Ich hab mal V-Sync angemacht. Das wird anwenden Leute. Y. Ich hab keine Ahnung. Anwenden Z. So, V-Sync ist an, sieht besser aus. So. Ich hab keine Ahnung. Jetzt weiß ich wenigstens. Oh, geil! Jetzt weiß ich wenigstens, wie Nahkampf geht. Das ist schon mal sehr important. Because, dann kann man auch mal hier reinrennen und slayern. Genau. Ihr kennt das. Man rennt in eine Zombie-Horde und macht erstmal Schnitzeljagd. Warum hab ich so eine Scheißwaffe? So. Irgendeiner schnetzelt mich hier. So. Komm, Gänsehaut. So, ich wollte ja eigentlich über das Spiel meckern, aber das ist gar nicht kacke. Oh oh. Oh fuck. Oh Gott. Oh Gott, der kommt zu mir. Oh Schwester. Schwester, oh Schwester! Der ist ganz schön aggro.
du bist dran. Und wenn ich draufgehe. Uiuiui. Oh, fuck. Ich bin hier in der Hütte. Läuft ganz gut hier. Wo ist er hin? Weg. Hä? Das war's. Ey, wir haben ihn getötet. Nee. Moment mal. Ich komm mal mit dir in die Hütte. Die Hütte war gut. Nicht gewesen sein, oder? Doch. Soll es das gewesen sein? So, was wollte ich sagen? Achso, ich wollte das Spiel doof finden, aber ich finde es irgendwie nicht doof. Und wie sieht's bei dir aus? Sieht gut aus, also. Ich weiß gar nicht, wann es veröffentlicht wird, ehrlich gesagt. Im Laufe dieses Monats. Okay. Ist aber ein Vollpreistitel, soweit ich weiß. Könnte ich brauchen. Ja, 60 Tacken oder so. Oh, das ist aber viel Kohle. Ja. Viel Geld. Ja. Aber wenn es selbst auf deiner, Entschuldigung, Möhre läuft, ist es doch sehr performant, würde ich mal sagen. Was heißt denn Möhre? Kein Weiterkommen. Ja. Also mein PC hat eine 1050 Ti drin und einen gammeligen 8 Jahre alten Intel i5. Eben. Und 12 GB RAM. Ja, der RAM reißt es jetzt raus. Ja, guck mal, also die 1050, dann kann man noch ein paar Sachen spielen. Also ein paar, ne? Ja, aber wenn du auf episch spielen kannst und flüssig, das meine ich doch damit, weißt du? Ja, ja. Aber man muss natürlich sagen, dass die CPU schon ziemlich limitierend ist. Aber was soll man machen? Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, dem Fredo hinterher, dabei bist du doch mein Buddy. Na, sieh mal einer an. So, was gibt's hier? Geld. Wow. Funktion. Geld. Ich hab seit dem Funktion. Nicht so viele Infizierte Zombies. Gesehen. Geld. Wo bist du denn? Auch noch nie. Ich bin hier bei dir, Junge. Konzentrieren hier. Wir uns darauf, sofort Haupt. Dreh dich doch mal um. Cool. Oh, warte mal. Ja, der hey. Big. Der Hallo. Big Boss, der verändert ja. Was denn? Hier bin ich. Was ist das hier? Oh, wow, eine Tür. Die Tür ist zu, hast du gehört? Eine Pickgun. Was, eine Pickgun? Guck mal, er macht die Tür auf. Guck hier. Ah, nee, hat Spaß. Oh, eine bessere Waffe. Ja, gar nicht. Na klar, gucke ich. Hier, gucke. Huh! Pass auf, wo du hinziehst. Was ist hier für eine Scheiße? Alles okay, Christian. Bloß ein Kratzer. Alles okay, Schätzchen. Ich muss mal sagen, das spielt sich sehr flink, ja? Ach, meiner Möhre. Ich finde, das war jetzt echt nicht nett von dir. Na, wieso denn? Möhren sind doch lecker. Au! Oh, Entschuldigung. Also in der Regel spiele ich ja mit dem Ryzen 7. Ja, aber ist ein Notebook. Ja, das ist ein Notebook. Das hat ja auch keine Grafikkarte. Oh, ich höre ihn, da hinten ist er. So, jetzt machen wir den mal fertig hier, den ja. Kollegen. Ich zieh dem auch richtig viel nix ab. Du musst auf seine Pusteln schießen. Was? Du musst auf seine Pusteln schießen. Jo, hab ich. Hab ich gekillt. Guck. Ich guck in ihn rein. Ich auch. Cool. Also die Texturen, die sind schon, also das ist schon epic hier. Ja. Guck mal, hier kannst du seine Innern. Oh. Ach, so sieht so ein Zombie von innen aus. Cool. Ich weiß auch gar nicht, wer der Entwickler hier ist. Wer ist denn der Entwickler? Na, die das andere Warner entwickelt haben. Brothers. Warner nee, Brothers. Das ist der Publisher. Ist der Publisher. Also schon mal, also da muss man sich schon mal auf die Qualität einstellen. Warner Brothers ist jetzt nicht so der. Na, wieso? Die haben Batman gemacht, also. Nicht mehr weit. Die haben was gemacht? Die haben Batman published, also. Ja, deswegen. Turtle Rock Studios ist der Entwickler. Und Turtle Rock Studios haben Folgendes gemacht. Guckst du nebenbei? Du sollst doch spielen. Ja, die haben Counter-Strike, den Xbox-Port gemacht, aha. Half-Life Deathmatch und das sind die Entwickler von Left 4 Dead übrigens, ne? Ja, deswegen ist es ja auch der Left 4 Dead-Nachfolger. Das sind die und alles jetzt kommt, okay, die haben auch Evolve gemacht. Okay. Aha. Also die sind verantwortlich für Left 4 Dead und Evolve. Also haben die theoretisch schon eine Kompetenz in dem Bereich. Ja. Eine geringe. Ha, ich bin drin. Huch. Aber die Engine würde mich trotzdem mal interessieren, weil die ist ja wirklich sehr performant. Ja, die ist sehr performant und schnell. Und es sieht nicht schlecht aus, oder? Seid auf der Hut. Vorsichtig.
Ja, wobei man muss natürlich sagen, also hier, warten wir auf den Weihnachtsmann oder was? Beleuchtung ist jetzt schon sehr von vor 5 Jahren oder so, aber. Was ist denn. Hä? Der Inkantation, der fehlt noch, der Mad TTS. Hier, wir müssen hier rein. Nein, da Tschüss. Kommen wir hoch. Wir sind im Shelter. Oh, einer denkt vor, die anderen denken hinterher hier. So, wir sind hier im Shelter übrigens. Ja, eben drum, die nicht. Was in Gottes Namen passiert? Aber warum sind die nicht da drin? Ja, keine Ahnung. Hm. Naja. Okay, ich mach mal weiter Recherche. So, wir gucken mal, was das Game kostet. Und wann es kommt. Deck. Schnauze. So, ihr kriegt das Ganze für... Oh, es gibt sogar eine Ultimate Edition. Uiuiui. Schön, dass ihr mithaltet. Mit Download-Content, super. Also ihr könnt zwischen 50 und 90 Euro für das Spiel latzen. Das ist doch super. Also es ist für jeden was dabei, würde ich mal sagen, ne? Ich habe den meisten gegnerischen Schaden zugefügt. Yeah. Ich befürchte, bei diesen Preisen wird das nix. 22 Vorratspunkte. Wuhu. Ich habe unfassbare 97 von diesen Biestern niedergemetzelt und eine Mutation gekillt. 131 habe ich gekillt und zwei Mutationen. Ja, das ist auch Mutationen. Nur. Ja, ja genau, Zufall. Nur weil du die Assists nur gemacht hast. Ja, ja. Zufall. Ja, ja, ja. Ist klar, ist klar, ist klar.